Ein Hinterhof in Weißensee. Auch wenn es nicht so aussieht, hier ist seit heute Morgen richtig was los. Denn Pyrotechniker Thomas Sellnow verkauft hier ab heute wieder Feuerwerkskörper. Für ihn ist dieses Jahr schon jetzt rekordverdächtig. Wahnsinn. Also um 6 Uhr haben wir aufgemacht und da standen schon 10 Mann an. Und seitdem ist eigentlich keine Lücke. Die Leute würden deutlich mehr Geld für hochwertige Raketen und Böller ausgeben als in den vergangenen Jahren, sagt er. Und hat einen Grund dafür ausgemacht. Ist ja meistens so. In Krisenjahren läuft das Feuerwerksgeschäft sehr gut, weil die meisten sagen, wir lassen das Jahr hinter uns und nächstes Jahr starten wir richtig und das letzte Jahr schießen wir einfach zum Mond. Das haben auch Sebastian Rösner und sein Sohn Liam vor. Damit es an Silvester auch richtig knallt, haben sie ein Budget von fast 200 Euro. Ich liebe Silvester. Okay. Ich knall jedes Jahr immer mit meinen Freunden. Während Liam am liebsten gleich losböllern würde, ist sein Vater mit der Zeit vorsichtig geworden. Ihm sei in seiner Jugend ein großer Böller in der Hand explodiert. Wir holen halt primär Batterien, wo wir halt davon ausgehen, gut, da kann nicht viel passieren. Die stellst du irgendwo hin, kannst halt zugucken. Die Knallerei, den Leuten ganz zu verbieten, hält Sebastian Rösner aber für falsch. Naja, weil das ist ja jetzt hier ein privates Vergnügen, was die Menschen halt einfach zum Jahreswechsel so haben möchten. Das ist halt sicherlich auch aus einer gewissen Tradition erwachsen. Und warum soll man das den Menschen jetzt wegnehmen? Also es gibt eh schon genügend Leid und Probleme in der Welt. Das Jahr war gezeichnet von weltweiten Kriegen. Doch zu Silvester gehöre eben auch ein ordentliches Feuerwerk, meint Matthias Werner. Er ist heute auch fündig geworden. Das wäre kein Zeichen, das hat damit nichts zu tun. Man kann seine Solidarität anders beweisen. Das Feuerwerk ist eine alte kulturelle Einrichtung, die wir also jedes Jahr pflegen müssen, regelrecht, um auch zu beweisen, dass Feuerwerk nicht Krieg bedeutet. Doch es gibt auch Gegenstimmen. Die Deutsche Umwelthilfe sagt seit Jahren, Deutschland brauche zentrale Silvester-Events und ein generelles Böllerverbot. An allen anderen Tagen im Jahr ist das Böllern, das Kaufen und auch das Abbrennen dieser Böller verboten, aus gutem Grund. Das fällt unter die Sprengstoffverordnung oder das Sprengstoffgesetz. Und nur an diesen Tagen erlauben wir es, wo wir sogar wissen, dass dort ein deutlich erhöhter Satz an Menschen auch alkoholisiert unterwegs ist. Dem Silvestergeschäft in Weißensee tun diese Debatten keinen Abbruch. Nur wenige Stunden nach Verkaufsstart ist das Lager schon halb leer. Ich glaube nicht, dass wir bis zum 30. verkaufen, weil der 31. sowieso verboten und am 30. werden wir nichts mehr haben. Und so lange kaufen die Kunden das, was möglichst laut knallt und bunt glitzert.